also das war immerhin 0,100, eine 5,3. Oh ja, jetzt geht's aber auch zu Patrick. Ich denke mal, der Motor hat jetzt genug gelitten. Original. Audi-Kupplung damals wieder reingekommen. Dafür geht die aber noch. Kupplung ist ausgebaut. Wir packen mal die neue aus. An der Stelle, auch wenn es jetzt ein bisschen Werbung ist, ich verbaue eigentlich immer nur Kupplung von Sachs. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, an dem Motor auch noch ein bisschen was zu machen. Ja, Krümmer, ne? Dieser Krümmer ist eher auf Drehmoment ausgelegt und dieser Krümmer ist eher für Drehzahl und Leistung. Wir müssen halt wirklich mal wegschneiden, das Teil. Sieht das alles soweit ganz gut aus. Jetzt müssen wir allerdings einmal hier wieder den Luftfilterkasten reinsetzen, weil hier geht relativ eng der Luftfilterkasten lang und dann müssen wir mal gucken, ob wir mit dem Wasserrohr hier durchkommen. Dann nutzen wir die originale Luftführung und basteln uns jetzt was, dass wir von hier aus irgendwie auf einen Schlauch in den Luftfilterkasten kommen und so halt ähnlich wie bei den Mopeds einen richtigen Ramm eher hinbekommen. Wir kleben hier später von mir einfach nur noch so einen Ringstutzen drauf, dass wir hier perfekt den gleichen Durchmesser wie da haben. Und dann ist unser Plan, dass wir mit diesem knickbaren Schlauch einfach um die Ecke gehen und wenn es gut läuft, am Ende sogar einen Überdruck in diesem Luftfilterkasten messen können. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es endlich mit der Ansaugung von dem B7 weiter. Hat sich jetzt ein bisschen länger gezogen, weil wir doch einige Sachen experimentiert und umgebaut und geändert haben. Jetzt ist es aber endlich soweit, dass wir das final fertig haben, montieren können und so weiter. Und genau deswegen sind wir heute nochmal in Helbsen. Tim ist wieder da. Wir haben unsere Flowbench mitgebracht. Das ist der Vorteil, wenn man sowas um die Ecke hat, dass wir jetzt nämlich perfekt unsere Ansaugung hier heute nochmal durchmessen können. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, wir waren schon mal hier, um diverse Sportluftfilter durchzumessen, welche da so funktioniert hat. Ja. Sag nochmal nur kurz in einem Satz, was dieses Gerät hier macht. Die Fließbank simuliert einen Luftstrom, das heißt, man stellt einen Unterdruck oder Überdruck ein in der Maschine, der konstant ist und dabei spuckt die Maschine schlichtweg raus, wie viel Luftstrom dann in dem Moment entsteht. Okay, das heißt... Perfekt für Messungen vorher, nachher. Genau. Das heißt, wir geben eine Luftsäule vor und das Gerät spuckt aus, wie viel Verlust man hat. Ja. Pi mal Daumen. Ja, andersrum gedacht, ja, aber im Prinzip kannst du es so sagen, ja. Okay. Wir zeigen euch noch nicht das fertige Produkt, wir fangen einfach mal ganz simpel an. Das sind 100 mm, genauso wie unser Luftmassenmesser auch als Anschluss hat. Und da stecken wir jetzt als allererstes einfach mal nur einen Trichter drauf, um mal so das absolute Ideal zu simulieren. Ne? Mhm. So, ein Trichter, dann mache ich Krach. CFM. So, das sollte ja ziemlich, das wäre halt die perfekteste Variante. Ja. Können wir in unserem Fall natürlich nicht realisieren, weil uns geht es ja nicht um eine perfekte Ansaugung, sondern wir wollen ja zusätzlich diese Kaltluftansaugung haben. Mhm. Das heißt, wir wollen gerade die Ansaugung so umlenken, dass sie unten aus der Stoßstange ansaugen kann. Mhm. Und das geht natürlich nicht so, wie es hier ist. Wir machen mal weiter. Stecken wir einfach nur Oberteil Luftfilterkasten mit dem Luftmassenmesser drauf. Das sollte an sich auch schon gar nicht so schlecht funktionieren. Bisschen, mach mal 521. 521, okay, also immerhin schon wahrscheinlich durch diesen geraden Bereich hier. Ja, und du hast das Sensorelement ja auch noch in der Strömung sitzen. Immerhin schon mal ja. Tucken schlechter. Jetzt machen wir weiter. Kannst du wieder draufstecken. Jetzt packen wir da einfach mal den originalen Papierfilter drauf.
und guck mal, wie das Ganze so funktioniert. Ist aufgeschrieben, ja. Man hört auf jeden Fall irgendwie gleich, es hört sich mehr nach Staubsauger an. Ne? Ja. Also man hört richtig, wie es arbeitet. 466. Okay, also schon immerhin 20% weniger. Ja. Und nicht wenig. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Der Carsten, Firma Stealth Development, hat mir so einen schönen Filter gebaut. TensorRace heißen die. Das ist so ein wie so ein Honigwabengeflecht, sage ich jetzt mal. Das hat die Bewandtnis, dass die Luft quasi linear beruhigt wird und der Luftmassenmesser somit besser messen kann. Und ja, die haben hier diesen TensorRace-Filter nochmal fix gebaut, allerneueste Generation, jetzt auch mit so einem Vlies drauf. Dieses Vlies können wir gleich auch nochmal abmachen. Darunter verbirgt sich nämlich der eigentliche Filter. Das ist einfach nur dieses Drahtgeflecht. Ist der gleiche Filter, wie ich auch in meiner Limo fahre. Eigentlich immer problemlos und deswegen will ich diesen Filter hier auch unbedingt fahren. Okay. Ja. Man sieht auf jeden Fall witzigerweise, wie das Vlies tatsächlich angesaugt wird. Man sieht, ne? 488. 488, okay, also immerhin trotz, schon mal. Trotz Vlies auch noch, ne? Ja, TensorRace mit Vlies 488. 488. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Carsten seinen Job auf jeden Fall gut gemacht. Genau der richtige Filter für mich. Kommt das Ganze ungefähr dem hin, was ich später in dem Kombi fahren will? Also ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus irgendwas zwischen 450 und 500 PS? Das kommt hin, ja. Also so viel Luftmasse kann die Maschine, ja, dass wir da in dem Bereich irgendwo liegen. Ne? Man kann diese CFM-Angaben jetzt nicht 1:1 in der CFM-Angabe im Motor anrechnen. Ne? Wir messen ja mit einem statischen Druck bzw. Unterdruck. Mhm. Diesen Zustand hast du ja aufgrund von schwingenden Gassäulen und so weiter im Motor nicht. Am Luftfilter schon am ehesten, aber trotzdem ist es nicht genau, es bildet nicht genau 1:1 die Realität wieder. Mhm. Aber so von dem Volumen, was wir hier durchziehen, in Abhängigkeit von dem eingestellten Unterdruck, kommt das schon hin. Passt ja schon ganz gut, ja, ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir hier jetzt gerade 1000 PS Luft durchziehen und auch nicht, nee, so, dass wir 100 PS Luft durchziehen. Ne? Wir kommen dem schon recht nah. Und dann kann ich euch sagen, das ist schon recht viel Luft, was da durchgeht. Mach mal einmal an. Halt mal einmal meine Hand hier so drauf. Versuch für Kinder zwischendrin. Jetzt Vlies ab, nur der Filter. Hier sieht man nochmal schön, dass das so ein quer zur Strömung so ein feines Sieblein ist, was halt das Gröbste abhält. Ist natürlich jetzt kein Filter, um in der Sahara zu fahren. Ne? Das ist eher so die Race-Version jetzt. Tensor brutal. Ohne Vlies 509. Boah, wir sind jetzt 509 zu vorher 521. Genau. Also an dieser Stelle, auch wenn es jetzt ein bisschen Werbung ist, funktioniert fast annähernd perfekt. 521 CFM so, 509 so. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass wir die Luft definitiv nochmal beruhigt haben. Das können wir jetzt natürlich nicht messen. Ja. Aber ich kann euch sagen, bei mir in der Limo war es wirklich so Schlüssel umdrehen. Und gerade dieser Moment, wo wenig Luft durchströmt beim Anlassen, springt das Auto mit dem Filter definitiv schneller an. Weil er einfach schneller den korrekten Wert vom Luftmassenmesser misst. Ne? Stark. So, okay. Somit hat sich auch die Frage übrig, ob mit oder ohne Filz. Ja. Wir werden das Ganze natürlich ohne Filz fahren. Nun unser Luftfilterkasten. Hier haben wir einen Trichter eingesetzt. Das Ganze wird natürlich, wenn es funktioniert, noch mal ein bisschen lackiert und so weiter. Auf jeden Fall 100 mm Anschluss. Das heißt, wir gehen oben mit 100 rein, unten, falsch, mit 100 rein, mit 100 raus.
von hier bauen wir dann die Kaltluftansaugung nach unten hin. Mhm. Das heißt, als allererstes... Und das ist die Strömungsrichtung? Ja. Und da hatte ich letztes Mal ja ein bisschen mit dir geschimpft, weil hier auch überall noch scharfe Kanten gewesen sind. Ja. Also selbst in die Strömungsrichtung darf man halt nicht unterschätzen, wie nachteilig Abrisskanten sein können. Also auch in so einem Gehäuse, wenn einfach durch einen... abgeschnittenes Rohr die Luft einfach muss. Das mag sie halt auch überhaupt gar nicht. Und jetzt kommt halt der interessante Moment, wird jetzt sein, wir haben die Originalöffnung von der Originalansaugung zugemacht. Das heißt, er kann jetzt nur noch hier durch ansaugen. Und das Entscheidende wird ja, was wir zur Sekunde natürlich nicht simulieren können, ist, ob diese Öffnung unten im Luftfilterkasten reicht. Das heißt, für den Zustand auf der Autobahn oder auf der Landstraße, wenn wir noch keinen Fahrtwind haben, ich sag mal erste, zweite Gang, müssen wir jetzt gucken, ob der in den Kasten schon den Unterdruck saugt. Mhm. Weil erste, zweite Gang ohne Fahrtwind wird natürlich hier nicht viel Luft reingedrückt. Wenn wir es jetzt allerdings oben aufmachen, ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, die waren der Meinung, oben aufmachen, dass wir von oben die Ansaugung auch noch mitnehmen, dann wiederum hat man natürlich den Nachteil, wenn das Funktionsprinzip unten toll funktioniert und wir oben weniger Druck haben, kann es natürlich sein, dass er daraus wieder durchpustet. Mhm. Ne? Deswegen würde ich persönlich es lieb gerne erstmal so komplett geschlossen testen, auch wenn es unten raus vielleicht ein bisschen schlechter ist, habe ich die Hoffnung, dass es dann oben raus umso toller ist. Ich kann jetzt den Effekt nicht einschätzen und in dem Moment, wo du den Kasten aus zwei Richtungen, sage ich mal, beströmst, ist das von der Strömung auch nicht unbedingt erstmal besser. Ja. Also da wirst du auch nochmal Verwirbelung haben. Ja. So, okay. Ich zieh den mal an, ne? Das wird jetzt ein bisschen... Theoretisch, nee, muss erstmal einmal abnehmen. Lass mal den einmal drauf schwung. Brauchst du noch einen Schraubenkreuzschlitz? Ja, das wäre ein Traum. Wie viele Stunden wir schon wieder an dieser Ansaugung rum experimentieren. Aber ich kann es auch kaum erwarten. Wenn wir jetzt hier mit den Messungen durch sind, werden wir die natürlich als nächstes verbauen. Und dann gibt es endlich die ersten Probefahrten. Ich kann euch zwischendrin schon mal sagen, Auto fährt mittlerweile. Patrick ist schon ordentlich mit rumgeheizt. Und er klickt auch. So, Tensor Race ist verbaut. Jetzt bin ich mal gespannt. So, das Ganze wird ja jetzt strömungslehrentechnisch erstmal schlecht sein. Jetzt ist eine richtige Katastrophe. Weil die Kante hier offen ist. Ja. Okay, das heißt, wir fangen trotzdem mal so an. Vollkatastrophe. Man hört, mal gucken, ob wir es akustisch eingefangen, man hört es auch richtig, wie er so ein bisschen Art, wie so einen leichten Sog da drin auch irgendwie erzeugt. Ne? Hängt auch mit der ganzen Länge jetzt zusammen, dass so eine Resonanz entsteht. Wir fangen jetzt auch erstmal an und machen das ideal. Das heißt, wir stecken jetzt hier einfach einen Trichter drauf, die Tröte, und gucken mal, was er dann macht. Los geht's. Ja. Okay, das heißt, wir hatten noch mal kurze Zusammenfassung. Nur Kasten mit unserem Tensorfilter, ohne Fließ hatten wir 509. Ja. Sind dann auf sage und schreibe 381 ohne alles, weil einfach diese scharfe Kante hier so schlecht ist. Und sind jetzt mit dem Trichter auf 471. Jetzt gibt es zur Sekunde eine Variante, die wir leider nicht mit haben. Interessant wäre jetzt natürlich mal, was dieses Gebilde macht mit dem originalen Luftfilterkasten. Ne? Hier offen und so weiter. Ne? So, das können wir vielleicht irgendwann nochmal nachholen. Jetzt zur Sekunde nicht, weil gibt kein Originalteil mehr, weil es zerschnippelt. Was sagst du zu den 471? Ich freue mich innerlich, weil es wieder so ein geiles Paradebeispiel ist. Von wegen erstmal irgendwelche Löcher schneiden mit scharfen Kanten, bringt erstmal überhaupt nichts. Also da muss ich schon ein bisschen Gedanken machen. Und du bist im Vorteil, weil du die Zahlen die ganze Zeit mit abliest. Aber wenn ich's jetzt vergleiche, die 471 ist schon richtig stark, ne? Genau, also richtig gut. Wenn wir uns daran erinnern,
ich sag mal, ideal mit Filter drin, hat 509 ja. auf 471. Das sind keine 5%. Ja. 5% halt, ne? Ich denke auch, das ist für so einen Kasten schon richtig gut. Mit der Verjüngung. Man darf ja immer nicht vergessen, wir machen das Ganze ja eigentlich, um am Schluss einen leichten Überdruck zu erzeugen. Mhm. Dann ist das Ganze natürlich gleich nochmal ganz was anderes, wenn hier ein bisschen Luft reingedrückt wird. Ne? So, jetzt kommen wir zu unserem fertigen Trichter. Dieser Trichter sieht natürlich komplett anders aus als im letzten Video, weil im letzten Video war, wie gesagt, nur, ich nenne es jetzt mal eine Schablone. Hier haben wir auch genauso ein Trichter eingearbeitet. In der Mitte nochmal ein Luftleitblech. Hier hinten geht das Ganze auch schön hoch. Und so sieht das Ganze dann aus. Dieses Teil kommt in der Stoßstange hinter die Luftführung und kriegt volles Ballett den Fahrtfilter. Mhm. Dazwischen kommt erstmal dieser Schlauch. Da werden jetzt einige gleich wieder meckern. Weil der Schlauch, hatten wir ja letztes Mal schon festgestellt, ist halt nicht so der beste. Problem ist allerdings, da dieses Konstrukt später eingebaut, das werdet ihr nachher im Video noch sehen, also sowohl 90 Grad um die Ecke als auch mit Versatz, ich sag jetzt mal sinnbildlich ungefähr so sitzt, ja, dieses Stück hier zu bauen wird halt schwierig. Wir können das Ganze gleich auch nochmal nur einfach mit dem Schlauch testen, aber wir fangen mal einfach so damit an. Und gucken wir einfach mal. So, wir simulieren jetzt mal einfach den Idealzustand, wenn das Rohr gerade wäre, um einfach mal zu gucken, wie gut dieser Trichter hier funktioniert. Also, falsch, wie viel schlechter der als der kurze Trichter ist. Ne? Ungefähr 10% nochmal weniger. Und das wird hauptsächlich der Schlauch sein. Selbst jetzt schon. Dann könnten wir jetzt nochmal einen Versuch machen. Wir stecken einfach den Trichter in den Schlauch rein. Dann wissen wir, wie gut meine gebaute Ansaugung da vorne eigentlich funktioniert. Alter. Ich habe jetzt drauf geballert. Okay. Ja. 44. Ja, Gratulation. Wieso? Wie viel? 2 CFM mehr. 445. 445. Also. Okay. Also schon mal das Positive ist, das Teil ist richtig gut. Funktioniert gut, ne? Jetzt der Nachteil, da wissen wir selber, dass das noch nicht so perfekt funktioniert. Wir müssen das Ganze natürlich noch knicken und gucken, was passiert. Ich denke mal auch, der CFM-Verlust kann auch durch die Länge gerade sein, ne? Oder ist das theoretisch egal? Könnten wir ein gerades Rohr jetzt quer durch den Raum verteilen? Auch ein gerades Rohr hat einen Strömungswiderstand, aber ein glattes, gerades Rohr in dem Querschnitt hätte ich jetzt oder würde ich erwarten, dass das nicht wirklich messbar ist. Das ist, ich sag mal, die gesamte Struktur von dem Schlauch. So, jetzt sitzt unser Kasten leider so. Scheiße. Okay. Ja. Okay. Das sagt mir aber jetzt Folgendes. 404 ist immer noch besser, als wenn wir so lassen würden. Bei so hatten wir 384. Das ist so, ja. So, das heißt, selbst unser Gebastel strömt immer noch besser als diejenigen, die einfach nur den Kasten aufschneiden. Ja, nee, stopp. Ja. Vorher hatte ich den Kasten hier einfach komplett aufgeschnitten. Das heißt, das wird ja noch schlechter sein als der Trichter, den wir jetzt hier reingemacht haben, ne? Da würde ich pauschal jetzt nicht sagen, weil die Fläche recht groß ist. Die Fläche ist riesig groß. Und dann in dem Moment, wo du so ein glatt abgeschnittenes Rohr hast, entsteht ja eine Verwirbelung und die schnürt den effektiven Strömungsquerschnitt ein. Ich sag mal auf 65%. Ja. Wenn du das also groß aufmachst, dann ist hast du zwar nach wie vor scharfe Kanten, aber okay, der Effekt ist nicht so kacke. Merke, wir müssen auf jeden Fall meinen alten Kasten nochmal durchmessen, ne? Ja. Mal gucken. Ich denke mal, wir schaffen das nicht in diesem Video noch einzublenden, aber später machen wir das schon. Der Kasten, also die Variante so, strömt schon mal gar nicht so schlecht. Man kann mit arbeiten.
ohne die Bedingung, dass wir ja A, jetzt den Effekt haben, er kann nur noch kalte Luft unten aus der Stoßstange saugen. Mhm. Den positiven Faktor darf man immer nicht vergessen. Und zusätzlich wollen wir eigentlich einen Rahmen-Effekt haben. Das heißt, wenn jetzt hier erstmal richtig Luft reinströmt, kann sich das Ganze ja eh nochmal komplett ändern. Ne? Wir machen jetzt nochmal eine Differenz. Vielleicht kann man irgendwann mal das Ganze mit einem schönen Formschlauch oder ähnlichem bauen. Wir gucken einfach mal, wie viel das Ganze nochmal besser funktioniert. Und dann haben wir auch alles erdenklich hier durchgetestet. Ja, das ist im Prinzip nur ein Detail. Je nachdem, wie wir diesen Winkel jetzt ausrichten und in den Kasten strömen, könnte es auch ein Arbeits- aber ist jetzt, ist es aber so, wie wir eben hatten. Ich hatte den ja, eben auch genau gerade. Okay. 407 hätte ich besser geschätzt, muss ich gestehen, aber der Radius ist halt auch enorm eng hier. Okay, aber wir haben nicht mehr Platz. Ja. Dieser Kasten sitzt, ich würde sogar sagen, selbst das ist schon zu weit. Also selbst der Abstand ist schon so, dass wir es auf jeden Fall hier einkürzen müssen, weil es ist halt sau eng. Du müsstest versuchen, den Radius hier irgendwie runter zu gestalten und nicht so scharf. Ja, also das ist im Prinzip das, was jetzt den Flow hier kostet. Da wäre die Optimalvariante dann irgendwie, dass man wirklich einen kompletten Kasten baut, der so richtig in den Luftfilterkasten gleich reingeht. Ne? Das wäre wahrscheinlich das Einzige. Ja, ich habe noch eine andere Idee, zeige ich dir nachher was. Stage 2. Okay, unterm Strich kann man aber sagen, sind wir jetzt, glaube ich, mit unseren handwerklichen Mitteln, ohne jetzt groß irgendwelche Formen zu bauen, was zu fräsen und so weiter, schon gut weit gekommen. Der Filter ist ein Traum, der Kasten ist geil, das ist geil. Das funktioniert alles. Das heißt, jetzt bauen wir das Ganze ein und dann geht's weiter. Hat Spaß gemacht, danke fürs Messen. Gerne. So, und weiter geht's. Wir sind bei Patrick angekommen. Jetzt bauen wir die Ansaugung an. Ja. Aber vorerst kannst du uns hier mal ein bisschen erklären, wie die letzten Tage, Wochen mit dem Auto so waren. Ja, eigentlich ein super Erlebnis, außer die ständigen Tankstellenbesuche. Ja, das hatte ich ja schon angekündigt, dass die recht durstig sind. Ich habe den einen Tag getankt, bin 20 Kilometer hergefahren, bin nächsten Tag zur Arbeit. Nach weiteren 30 Kilometern ist das schon ein Strich weiter. Und ich fahre ja relativ ruhig damit, ab und zu. Aber sonst läuft alles problemlos? Ja, riecht ab und zu noch nach Kühlmittel. Aber sonst kein Problem, war auch schon einmal in Hamburg oben. Mhm. Also hat schon ein paar Kilometer gesehen, das Ding. Wie viel bist du ungefähr gefahren schon? Ja, irgendwas zwischen 500 locker bis 1000. Mhm. Also schon ein bisschen. Und Kupplung, Einmassenschwungrad und so weiter? Das merkt man untertourig, dass das so ein bisschen ruckelt, dass ein bisschen das ausgleicht. Ne? Ja. Nee, rasseln gar nicht. Mhm. Mehr nur dieses, der Motorlauf ist ein bisschen anders. Ah, okay. Ich bin auch nicht einen einzigen Meter mitgefahren. Ich habe das Auto nur in der Zwischenzeit einmal gehört. Da klang es gar nicht so schlecht. Ich muss dazu sagen, ich bin ja vorher nicht gefahren. Genau, du bist vorher nicht gefahren. Ich vermute, dass es jetzt am Schwungrad liegt. Das werde ich auf jeden Fall testen. Ja, wir blenden gleich einmal ein die Hosenrohre, die du noch fertig gebaut hattest. Das sieht alles richtig gut aus. Klappert nichts, passt alles. Jetzt kommt der letzte Schritt. Wir verbauen die Ansaugung. Du kennst jetzt ja noch nicht den ersten Teil vom Video, deswegen erkläre ich dir kurz, was da rausgekommen ist. Wir haben in der Zwischenzeit diesen Tensor Race Filter bekommen. Siehst du ja so ein bisschen natürlich, ne? Und haben das Ganze einmal durchgemessen. Wir haben quasi einmal nur das Ideal gemessen, das heißt auf die Flowbench einfach nur einen Trichter. Dann haben wir den Luftfilterkasten draufgestellt, ohne alles. Dann haben wir den Luftfilterkasten mit dem Tensor Race Filter hingestellt und haben festgestellt, dass der Filter fast genauso gut funktioniert wie ohne Filter. Also der Filter kostet theoretisch gar nichts. Dann haben wir das Ganze so gemessen, wie ich es hier in der Hand halte. Das war natürlich nicht so geil, weil die Kante viel zu schlecht ist. Jetzt kommt die gute Nachricht. Dann haben wir hier einen Trichter drauf gesteckt. Und der Trichter funktioniert genauso gut wie unsere Konstruktion mit hier unserer Ansaugung drauf. Wenn wir jetzt natürlich die Ansaugung 90 Grad abknicken, wird das natürlich schlechter. Aber wenn wir einfach nur einen glatten 90 Grad Silikonschlauch draufstecken, ist es genauso schlecht. Ja. Das liegt einfach rein an diesem ganz engen Winkel. Wir zeigen das gleich, wenn wir das Ganze einbauen nochmal. Ne? Es geht konstruktionsmäßig für unseren Aufwand jetzt gerade einfach nicht besser. Ne? Ja. So, unterm Strich sind wir jetzt in der Variante auf einem Niveau, was selbst ohne Fahrtwind schon gut ist. Tim fand es auch gut.
Der war auch begeistert. Jetzt kommt aber natürlich immer noch der Aspekt dazu, dass wir den Fahrtwind ja oben drauf bekommen. Das konnten wir natürlich nicht so einfach simulieren. Ne? Ja. Also, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Aber jetzt bauen wir es erstmal ein. Dafür muss leider die Stoßstange wieder ab. Wir machen noch einen Ölwechsel dazu. Dann kommt sie rein und dann geht's weiter. Unser gemachter Luftfilterkasten ist jetzt drin und wie ihr seht, das ist selbst so schon wirklich extrem eng hier. Hier ist der Scheinwerfer, das heißt, selbst mit dem Silikonschlauch würde es hier schon anliegen. Unseren Wellrohrschlauch kriegen wir zum Glück um die Ecke gedrückt. Ja, also ich sage, viel mehr geht da nicht. Hier sind wir nach unten hin auch schon an der Unterkante, da geht auch nicht mehr. Das ist schon Maximum so. Das ist jetzt ein Durchmesser von 102 mm. Also wir gehen in den Luftfilterkasten mit 100 mm rein und auch wieder raus. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Und jetzt kommt der spannende Moment, wie unser Trichter davor noch passt. So, René, unsere Ansaugung ist fertig. Wie findest du? Gar nicht so schlecht. Nein, Spaß. So, wir mussten jetzt noch einmal unser Blech ein bisschen anpassen, weil hier leider der Nebelscheinwerfer noch sitzt. Den hatten wir gar nicht mehr im Fokus. Jetzt passt dieses Teil aber wirklich extrem gut. Also ich muss wirklich sagen, Patrick, viel besser geht's nicht. Das Ding sitzt hier so bündig, Bombe dran. Ich kann das ja gleich mal versuchen, einmal hier abzufilmen. Können wir mal das von vorne sieht, wenn ich das Gitter rausnehme? Ja, das können wir ja zur Not am Auto dann gleich am Ende zeigen. Aber das sitzt schon wirklich schön bündig hier dran. Bin echt gespannt. Ja. Bin gespannt, wie der Sound danach ist. Mhm. Weil da hat er so schon gut gebrüllt. So, also unsere Ansaugung ist jetzt montiert. Hier können wir euch nochmal schön zeigen, wie eng das Ganze mit dem Schlauch wirklich ist. Also der Winkel ist schon wirklich extrem eng, den Alubogen hier zwischen zu kriegen, keine Chance. Der Silikonschlauch war auf der Flowbench nicht besser. Also in dem Fall geht es nur so. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass der manchmal so ein bisschen nach Kühlmittel riecht. Und das kam vom Geruch her immer aus dieser Ecke. Ich dachte immer, dass der so ein bisschen vom Deckel her so ein bisschen überkocht. Dann geht der auch auf und dann tropft es ja hier runter. Und jetzt haben wir den nochmal abgedrückt. Und da kam hier unten ein bisschen Kümmel aus dem Schlauch raus. Ich zeig mal so. Hier sieht man unser gebautes Rohr. Erkennt man das auf dem Bildschirm? Und hier sitzen die beiden Schellen. Die haben wir einfach einen Hauch nachgezogen und dann war es sofort weg. Kommt man Gott sei Dank so recht gut ran, weil wir die Schellen halt gut positioniert hatten. Und ja, jetzt wickle ich das wieder ein. Bau den Behälter wieder ein und dann ist das safe. Dann wird die nächste Probefahrt gemacht. Gucken, ob so bleibt. Patrick, guck mal. Also, Stoßstange sitzt. Ich bin mehr oder weniger sprachlos. Okay. Nein, was wir hier gebastelt haben, weil mittlerweile waren es ja schon ein paar Wochen, die wir an dem Auto hier rumbasteln. Wir waren zwar nicht immer tagtäglich hier am Basteln, aber es waren schon ein paar Stunden, die wir jetzt hier gemacht haben. Ne? Und wenn man jetzt dann doch so vor sein Endergebnis steht, gerade so mit dieser mittleren Finne und so, mit diesem Luftleitblech davor. Sieht ganz gut aus, ne? Ich finde, das sieht verdammt gut aus. Zumindest die ersten Prototypen, die ihr in der letzten Folge gesehen habt, waren noch deutlich anders. Ja. Also das ist schon geil. Ja, wie geht's jetzt weiter? Als nächstes dürft ihr euch darauf freuen, werden wir das Auto mit Sascha, meinem Abstimmer, zusammen noch einmal abfahren und gucken einmal über die Software rüber. Und wenn das alles getan ist, kommt das große Finale. Dann werden Patrick und ich nochmal zusammen eine Runde mit der Kiste fahren. Und dann werden wir nochmal Zeiten messen. Und dann bin ich mal gespannt, was der ganze Spaß gebracht hat. Theoretisch sind wir aber soweit durch. Wir machen jetzt noch einen Ölwechsel. Machen ein paar Testkilometer. Danke nochmal für alles, Patrick. Ja. Hat super geklappt. Hat Spaß gemacht. Haben alles durchgezogen. Funktioniert alles. Und wir sehen uns beim Abstimmen.